Hi ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wie ihr bestimmt schon in meinem Instagram-Account gemerkt habt, habe ich wieder sehr viel Spaß an Mode bekommen die letzten Tage und Wochen. Und das liegt nicht zuletzt an dem Kanal von Natascha, den ich euch hier mal verlinke unten im Bild. Denn sie hat so ein geballtes Fachwissen und also das entfacht in mir richtig so, ja, die Freude an Mode wieder, weil ich war auch so eingefahren, habe immer das Gleiche angehabt, immer nur Jeans und T-Shirt, Jeans und Pulli und. Und es gibt so kleine Tricks und Kniffe, mit denen man sich ein bisschen schlanker mogeln kann oder mit denen man optisch ein paar Pfunde wegzaubern kann. Und da geht es mir sicherlich nicht anders wie euch. Nach meinen zwei Kindern war ein kleiner Babyspeckbauch noch da und der ist auch immer noch da nach 16 Jahren. Also ich kriege ihn einfach nicht weg, selbst mit Krafttraining. Ihr wisst ja, dass ich mindestens zweimal in der Woche im Fitnessstudio bin, bekomme es einfach nicht weg und ich habe mir überlegt, ein Video zu machen, 7 Style-Tricks für einen flacheren Bauch. Das geht natürlich nur bis zu einer bestimmten Größe Bauch, aber ich sag mal so 2-3 Kilo zu viel um die Hüften, die ich auch habe und schlecht mit Training wegbekomme. Gerade wenn man Ü45 ist, geht es nicht mehr ganz so einfach, auch mit Essen und Trinken. Ich esse viel zu gern, als dass ich darauf verzichten könnte. Deswegen muss man sich mehr bewegen. Es gibt nämlich nur eine Variante abzunehmen, entweder weniger essen, also zwei Varianten, zwei Wege, entweder weniger essen oder mehr bewegen. Und bei mir ist es definitiv, ich bewege mich lieber mehr, als dass ich aufs Essen verzichte. So, wir starten mal. Und zwar habe ich in den letzten Monaten herausgefunden, dass man mit ein paar optischen Tricks seine Figur so ein bisschen schlanker zaubern kann. Einfach von der Optik her. Natürlich sind die Pfunde nicht weg, sondern nur ein bisschen kaschiert. Aber es gibt ein paar Mittel und Wege, die ich für mich seit ein paar Jahren auch rausgefunden habe und die zeige ich euch jetzt. Nummer 1 sind schmeichelhafte Shirts oder Blusen. Ich habe zwei verschiedene Arten. Ich habe so eine Rundhals-T-Shirts, die filme ich euch hier mal ab. Und ihr seht, das ist ein weicher, fließender Stoff. Ich habe diese T-Shirts vor 10 Jahren, glaube ich, mal gekauft bei, war es Promod oder was? Jedenfalls, Opus, glaube ich, von Opus waren die. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Und die sind um die Taille herum sehr, sehr schmeichelhaft, weil es da ein bisschen lockerer fällt. Und sowas habe ich da immer gern angezogen, um meine, ja, meine extra Pfunde ein bisschen optisch wegzuschmeicheln. Und die könnt ihr einfach über jede Jeans anziehen und somit, ja, nimmt das Auge nicht wahr, ob es Falte ist oder ob es Bauchspeck ist. Und das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert in den letzten 10 Jahren. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt, weil das ist ja auch total wichtig, dass man sich in seiner Kleidung am Ende wohlfühlt. Diese T-Shirts habe ich also jahrelang geschleppt. In der letzten Zeit weniger, weil ich einfach noch ein paar bessere Varianten für mich rausgefunden habe, wie ich mich wohlfühle und auch mal ein bisschen meine Garderobe auflockere. Und das zeige ich euch gleich. Das zweite ist, also nicht der zweite Tipp, sondern der gehört noch zum ersten Tipp dazu. Das sind so weich fließende Blusen auch. Die kann man auf verschiedene Arten tragen. Die hier ist jetzt von H&M und ich verlinke euch, soweit ich es finde, alle Produkte unterm Video in der Infobox. Also einfach aufklappen und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Auch das Glöckchen klicken, damit ihr über jedes Video informiert werdet. Da würde ich mich sehr freuen. Diese Bluse ist eine weiche Baumwollbluse von H&M, die gibt es das ganze Jahr über. Ich kann euch hier auch mal ein paar Modelle verlinken, die habe ich auch schon ewig. Die hat zwei aufgesetzte Brusttaschen. Ja, ich weiß, die ist ein bisschen durchsichtig. Normalerweise habe ich da noch so ein weißes Spaghetti-Träger-Top drunter, die kaufe ich übrigens auch sehr gern bei H&M ein. Und die zaubern auch eure Extrapfunde weg, weil ihr könnt diese Bluse auf verschiedene Arten stylen. Ihr könnt sie erstens auf der Hose tragen, also ihr könnt sie erstens über der Hose tragen, sodass sie sehr weich fällt und das Auge des Betrachters nimmt eine Linie wahr. Das heißt, auch euer ganzer Körper wird somit etwas gestreckt. Ihr seht schlanker aus, ihr seht länger aus und größer natürlich auch. Das wollen wir auch alle. Ich bin sehr, sehr klein mit 1,65. Bin also Durchschnitt in Deutschland und deswegen freue ich mich auch immer, wenn ich ein paar Zentimeter optisch dazu mogeln kann. Und ihr seht hier die hellblaue Bluse entweder über der Hose getragen oder man kann sie seitlich in die Hose reinstecken, sodass sie hier auch ein paar Falten wirft. Und wie gesagt, das Auge des Betrachters kann nicht unterscheiden zwischen den Falten des Stoffes und dem Bauchspeck, den man ja nicht sieht.
Deswegen ist das für mich auch eine super Variante, die zu tragen. Aber am liebsten trage ich diese Arten von Baumwollblusen in die Mitte der Hose, also in die Mitte des Hosenbundes reingesteckt. Das mag ich am allerliebsten. Jetzt passt der Gürtel heute nicht ganz zur Tasche, die ich euch gleich zeige. Denn der ist Silber, aber da könnt ihr natürlich jeden anderen Gürtel nehmen. Ich muss mir mal noch ein paar zulegen. Ich habe auch schon schöne bei Schuhmücke gesehen, die jetzt die neuesten Herbsttrends auch aufgreifen. Auch Trends, die schon ewig da sind und ich mir davon noch nichts gekauft habe. Aber jetzt werde ich es mal tun. Aber ich denke mal, das werden wir in einem anderen Video dann sehen. Also diese hellblauen Baumwollblusen, sowas hat wahrscheinlich jeder im Schrank, falls nicht. H&M hat da wirklich günstige mit einer sehr guten Qualität. Ich fühle mich in denen immer sehr, sehr wohl. Und durch den kleinen Kragen sieht die auch ein bisschen Business aus. Also jetzt könnt ihr die auch stylen mit einer Skinny Jeans. Ich habe hier diese, auch die verlinke ich euch mal unten. Die ist meine meist angezogenste Hose, also Cost per Wear ist wahrscheinlich ein paar Cent. Die habe ich schon Jahre, die hat einen schönen Stretch-Anteil, sodass ich die auch die nächsten Jahre noch tragen kann. Die verzeiht auch ein paar extra Pfunde. Ist relativ niedrig geschnitten, aber nicht so niedrig wie die Skinny Jeanses aus den 2000ern, würde ich jetzt mal behaupten. Und deswegen ist es für mich eine super Variante, die ist so wandelbar und zu so einer Hose kannst du eigentlich auch fast alles tragen. Wichtig wäre noch das Schuhwerk. Ich habe euch hier auch mal abgefilmt, das sind Schuhe von Paul Green. Von Paul Green habe ich sehr, sehr viele Schuhe, die sind einfach super bequem. Man kann mit ihnen wirklich sehr gut laufen, man kommt mit ihnen durch den Tag. Ich glaube, die gibt's auch immer noch oder immer wieder in dieser Variante. Die sehen für mich sehr modern aus. Ihr könnt euch optisch dadurch auch noch strecken, weil dunkle Hose, dunkle Schuhe verlängert auch nochmal euren Körper. Und dadurch seht ihr auch noch mindestens 2-3 Zentimeter größer aus. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Diese Schuhe trage ich meistens, wenn wir abends ausgehen, mal zum Essen oder zu Freunden. Ich finde sie sehr, sehr bequem. Eine meiner liebsten Schuhmarken. Aber ich ziehe im Alltag auch gern zu dieser Jeans einfach meine New Balance Schuhe an. Die habe ich in mindestens 5-6 verschiedenen Farben. Es gibt sie sehr, sehr günstig auf Amazon und für mich sind das die bequemsten Sneaker aller Zeiten. Nein, ich muss sagen, bisheriger Zeiten. Das Wort aller Zeiten ist verkehrt, wenn ich das jetzt sagen würde, weil es kann ja sein, dass nächstes Jahr bequemere Schuhe kommen und dann sind es nicht die aller Zeiten gewesen, sondern also die New Balance sind für mich die Sneakers bisheriger Zeiten, die für mich am bequemsten sind. Die kaufe ich meistens bei Amazon, da sind sie oft für einen Schnäppchenpreis zu bekommen. Ihr müsst schauen, hier variieren die Preise. Also ich bekomme die meistens zwischen 50 und 60 Euro und da kann man die sich schon auch in verschiedenen Farben holen. Und da, die trage ich also im Alltag rauf und runter. Die habt ihr bei mir schon 1000 Mal gesehen. Passende Tasche noch aufs Outfit. Auch die Tasche habe ich euch letzten Sommer gezeigt. Die ist Chloe inspiriert, sage ich jetzt mal. Die Chloe Tessbeck sieht ja fast genauso aus. Und so viele von euch haben die schon letztes Jahr nachgekauft. Jetzt ist sie irgendwie wieder reingekommen, habe ich gesehen. Deswegen verlinke ich sie euch auch nochmal unter dem Video. Die ist wirklich ganz, ganz toll. Es passt alles rein. Von Geldbeutel über Schlüssel, Taschentücher, Feuchttücher, Maske, alles passt rein. So, wichtig ist drittens lange Blusen oder Shirts. Das streckt eure Figur, das fällt über euer Bäuchlein drüber. Und somit könnt ihr auch nochmal die Mitte eures Körpers kaschieren, weil das nimmt das Auge dann nicht wahr. Es müssen allerdings weiche, fließende Stoffe sein, also jetzt nicht unbedingt das fetteste Sweatshirt aller Zeiten. Viertens, Kleider im, ich weiß nicht, heißt es Empire-Stil oder Empire-Stil. So eins, was ich gestern anhatte, zeige ich euch hier mal an der Seite. Da wart ihr wie verrückt auf Instagram, habt das Bild geliked, wie fast kein anderes auf meinem Account. Das ist ein ganz, ganz weich fließender Stoff mit kleinem Muster, also perfekt auch für kleine Frauen wie mich. Es ist nur wadenlang, also nicht zu lang, so dass ich darin versinke. Ich denke, das schmeichelt auch einer kleinen Figur und mit etwas höheren Stiefeln. Ich habe jetzt die Marke nicht mehr im Kopf, von der die Stiefel waren. War alles bei Schuhmücke, gibt es das im Moment in Bayreuth. Ja, und das ist natürlich auch super, weil die Naht relativ oberhalb eurer Taille sitzt, also es fällt übers Bäuchlein drüber und das finde ich besonders schön. Mit den Stiefeln, die nochmals strecken, macht das eine ganz schlanke Silhouette und einfach eine kurze Lederjacke drüber macht das Outfit perfekt und wenn es dann doch mal kälter wird, könnt ihr ja noch einen fetten Schal ummachen und eine schöne kleine Tasche dazu, die nicht so sehr ablenkt. Also ich fand es gestern super. Die Kirsti hat mir geholfen, das Outfit zusammenzustellen und hat es auch abgefilmt. Vielen Dank nochmal
dafür. Also das ist auch wieder so eine kleine optische Täuschung und vor allen Dingen ist dieses Outfit einfach nur mega bequem. Das Kleid hat, glaube ich, 80 Euro gekostet. Ich habe es nicht gezeigt. Glaubt nicht immer, dass ich die Sachen kaufe. Ich möchte euch einfach mit meinen modischen Sachen jetzt ein bisschen inspirieren, dass ihr auch ein bisschen mehr Freude an Mode habt. Ich bin ja kein Profi, so wie Natascha. Sie hat, glaube ich, eine Modeberatungsagentur online oder sowas und macht das auch schon ewig. Die ist schon ganz lange in dem Modebusiness. Und ich gucke mir da halt auch immer ein paar Sachen ab. Und heute sage ich euch eben die Sachen, die für mich funktionieren, um mein Bäuchlein optisch ein bisschen wegzukaschieren. Nummer 5 ist ein Rock mit Gürtel zu tragen. Ihr habt ja gesehen, den Faltenrock, den ich von Privera gekauft habe vor 2 Wochen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich den stylen soll und da bin ich einfach mal meinen Kleiderschrank durchgegangen. Und kürzere Oberteile trage ich eigentlich sehr, sehr selten, weil mit den Low-Cut-Jeans, also diese tiefsitzenden Jeans, sieht es bei mir irgendwie blöd aus. Ab Ü40 oder ab Ü30 sogar sieht sowas einfach dämlich aus, wenn man ein bisschen Bauch hat. Und dann quillt der Bauch so raus, total bescheuert. Also man kann die aber perfekt zu solchen Faltenröcken anziehen, weil der Faltenrock sitzt auch etwas oberhalb von meinem Bäuchlein. Dann fallen die Falten drüber. Und ich habe noch so einen uralten Gürtel gefunden von der Firma, ich kann es nicht aussprechen, verlinke ich euch hier. Den habe ich mir einfach drum gemacht und das akzentuiert eure Taille und das sieht dann von Weitem einfach so aus, als ob da eine schöne Taille ist, obwohl da gar keine ist. Und man fühlt sich auch wohl, ihr seid angezogen. Röcke sind sowieso das bequemste Kleidungsteil aller Zeiten. Und ich sollte viel mehr Röcke und Kleider tragen, aber es sind schon welche unterwegs. Ich habe bei H&M ein paar Herbströcke geshoppt, die ich dann kombinieren will, auch mit den passenden Schuhen. Wenn euch so ein Video interessiert, dann gebt dem Video vielleicht einen Daumen in nördliche Richtung, damit ich das sehen kann. Oder schreibt es mir gern in die Kommentare. Also Rock mit Gürtel, um eine Taille vorzutäuschen. Hat bei mir jedenfalls super funktioniert und ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen da draußen von euch auch gut funktionieren wird. Dann gibt es 6. natürlich auch noch so Shapewear, die man drunter ziehen kann. Es gibt stützende Strumpfhosen, es gibt stützende Unterwäsche, sogenannte Spanks. Habe ich keine, besitze ich keine, weiß ich aber, dass es das gibt und dass es viele auch anziehen. Es soll sehr gut funktionieren, aber der kleine Nachteil ist hier wahrscheinlich, dass ihr sehr, sehr schwitzen werdet. Aber wenn ihr mal jetzt auf eine Abendveranstaltung geht oder ja, ihr seid einfach darauf angewiesen, dass ihr heute Abend mal 2-3 Stunden gut ausseht, dann würde ich sagen, versucht das mal, vielleicht bestelle ich mal sowas und wir probieren das mal zusammen, keine Ahnung. Schreibt es mir einfach auf, wenn ihr sowas sehen wollt. Ich glaube, es soll funktionieren und warum nicht, wenn man es nicht den ganzen Tag anhaben muss und da sich totschwitzt, ist das bestimmt auch eine gute Variante, mal für kurze Zeit das Bäuchlein wegzumogeln. Und das 7. und letzte ist Hosen mit höherem Bund. Hätte ich nie gedacht, ich bin ja kein Fan von High-Waist-Hosen. Überhaupt diese Mom-Jeans können vielleicht 16-Jährige tragen, obwohl selbst da finde ich, dass so eine Art von Jeans oder Hosen jede tolle Figur ruiniert, weil es von vorne wie von hinten einfach beknackt aussieht, meiner Meinung nach. Ich trage solche Hosen nicht. Was ich aber trage seit den letzten paar Monaten sind diese Paperback-Hosen. Ich habe mir jetzt sogar ein paar Röcke bestellt im Paperback-Style, früher hieß es Karottenhose. Und ich habe mir 3 Stück von Orsay, war das glaube ich. Da hatte ich einen Gutschein, der galt bis Ende August. Und da habe ich mir 3 von diesen gleichen Modellen bestellt, die ihr mich immer tragen seht, in Beige, in Blau, also so schönes Dunkelblau und Schwarz. Weil diese Hosen könnt ihr immer kombinieren, die sind super bequem. Die haben oben einen Gummizug, aber auch noch eine kleine Schleife von dran. Könnt ihr ein bisschen Knoten noch, eine Schleife machen oder einen Knoten, ganz wie ihr wollt. Ich finde diese Hosen einfach super bequem. Die waren saugünstig für 25 Euro. Verlinke ich euch auch mal. Vielleicht gibt es die noch. Vielleicht sind sie sogar im Sale jetzt. Ich habe die auch online bestellt. Also mega tolle Qualität. Ihr könnt sie ganz schnell bügeln. Die machen keine großen Falten, auch wenn ihr sitzt. Die haben für mich die richtige Länge. Also ich muss die nicht kürzen, weil bei H&M zum Beispiel gibt es auch so Paperback-Hosen. Die sind mir immer mindestens so 1 Stück zu lang. Und da bin ich dann raus, weil dann muss ich anfangen umzunähen und da habe ich keinen Bock und keine Zeit dafür. Und die bei Orsay, die haben mir einfach super gepasst. Deswegen habe ich die gleich nochmal nachbestellt. Und auch mit hohen Schuhen oder mit flachen Schuhen seht ihr die. Also ja, absolute Empfehlung von mir. Und dadurch, dass der Bund etwas höher sitzt als genau auf der Taille, verschwindet der Bauch darunter. Und ihr könnt das ja dann variieren mit der
Bundweite durch den Gürtel eben, der schon dabei ist. Und auch so könnt ihr extra Pfunde kaschieren. Dann dadurch, dass der Bund etwas höher sitzt, wirkt euer Bein auch länger. Ich hoffe, man sieht das jetzt hier nebenan. Aber das war für mich auch so eine Aha-Erkenntnis, wo ich sage, hey, die Hosen kannst du ja doch anziehen. Die machen dein Bein länger, die lassen dich 2-3 Zentimeter größer ausschauen. Die sind saubequem für den Alltag. Die Kost per Wear ist da bei mir schon im Centbereich, weil die habe ich schon so oft angehabt. Die trage ich auch fast täglich im Moment. Die sind bequem beim Autofahren, zu Hause. Die sind fast wie Jogginghosen. Ja, solche Teile findet man immer wieder auch bei den, ich sag jetzt mal, etwas günstigeren Ketten wie Orsay oder sowas. Man muss eben mal die Augen offen halten. Aber ja, ich wollte euch mit diesem Video ein bisschen inspirieren. Ich bin durchgekommen. Ich wollte es eigentlich in 10 Minuten schaffen. Nur sind es 15 geworden, aber ich freue mich trotzdem. Vielleicht hattet ihr ja Spaß am Video. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen kleinen Kommentar unten im Video lasst, was ihr noch für Tricks oder Hacks habt, womit ihr euer kleines Bäuchlein wegschummelt optisch oder wie ihr das kaschiert. Also gibt es ja sicherlich noch andere Varianten. Das waren meine, die für mich sehr, sehr gut funktionieren. Ich verlinke euch auch mal meine Unterwäsche, was ich unter der Bluse hatte. Zum Thema Unterwäsche kommt dann auch noch mal ein Video, weil ich habe schöne BHs jetzt auch bei H&M gefunden, die ganz bequem sind, die einen Gummibund haben. Und ihr wisst ja, ich trage seit Jahren schon keine BHs mehr mit Bügel innen drin. Die haben mich gedrückt. Mit den Jahren wird man empfindlicher. Ab 40 konnte ich sowas gar nicht mehr tragen. Und auch die verlinke ich euch mit unterm Video. Die sind günstig, 14,99, sind saubequem, machen eine schöne Brustform. Und aber darüber sprechen wir dann mal in einem anderen Video. Ich hoffe, euch hat es wieder ein bisschen gefallen mit mir heute. Ich hoffe, es war nicht zu durcheinander. Ich versuche, diese Videos auch immer ein bisschen zu strukturieren, damit ihr gut mitkommt. Und jetzt hoffe ich, ja, ihr habt noch einen schönen Tag. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bleibt alle schön gesund und bis dann. Tschüssi, macht's gut.